Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Expeditions im MudRunner Game. Und ja, ich habe es endlich geschafft. Ich bin hier rumgegurkt und habe gesucht und gemacht und getan und habe einen Weg gesucht, um hier hinzukommen. Und letztendlich bin ich dann doch den allerersten Weg, den wir gefahren sind, hier irgendwie die Felsen hochgekommen. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit. Ich bin da hinten irgendwo da rumgefahren und da irgendwo rum. Ich bin nirgendwo hochgekommen. Und ja, deswegen würde ich sagen, Motor starten. Was? Nein. Warte mal. So, dann. So. Ja, und Lastengang. Und dann wollen wir mal hier gucken, dass wir hier hochkommen. Ah, komm. Okay, ich glaube, der Lastengang ist nicht so geil. Wir machen mal auf. Allrad. Alter Schwede, da kämpfst du dir aber einen Akku, ey. Na komm. Wir haben auch keinen Windpunkt irgendwie. Aber es muss hier hochgehen. Weil sonst gibt es hier keinen anderen Weg, den ich gesehen habe. Na komm. Warte. Ich versuch, halt. Also ich komme aber wirklich hier nicht hoch, ne? Es gibt auch keine Windpunkte. Oder? Warte. Ja. Aber immer ganz ernst, das kann ich nicht ernst meinen, oder? Es muss doch da irgendwie. Warte, wo gerade gar nicht. Ach Gott, Junge, ist das ein Gekrampfe, ey. Aber richtig hardcore. Ist das denn hier so modrig oder was? Also man sieht schon zu gut mockig aus, ne? Mein lieber Scholli, ey. Ja, komm. Windpunkte gibt es leider immer noch nicht. Hier ist aber auch sonst irgendwie nichts wirklich felsig oder so. Was haben wir denn hier? Ja, also nicht, dass ich hier irgendwie mal Grip finden würde oder sowas. Na ja, komm, hier vielleicht jetzt ein bisschen. Aber das soll echt nicht den Ernst, oder? Echt jetzt? Keine Kommentare, bitte. Keine Kommentare. Bitte nicht. OMG. Also ohne Worte. Komplett. Da sagen wir auch nichts zu. Das lassen wir. Das ist voll. Aber hey, ich wäre auch so hochgekommen. Hätte mir gedauert. Alter Schwede, da habe ich die Handbremse wieder mit eingezogen und hab gecheckt. Das darfst du echt keinem erzählen. Also, ne, das bleibt unter uns. So viel Dummheit kann man echt nicht raushauen. So. Alter Schwede, endlich mehr, der ist nicht aufgefallen. Oh, halt, warte, das funktioniert nicht. Nee, halt. Einmal da.
Runterfallen war jetzt nicht der Plan. Oh. Das war auch nicht der Plan. Ja, komm. Kämpft hoch. Mit dem Punkt, nein. So. Felix. Freunde, wir haben es geschafft. Jawohl, gut gemacht. Der Weg zu den Aussichtspunkten war nicht einfach, aber du hast es geschafft und die Ausblicke waren alle Mühe wert. Juhu! Will ich auch einmal hier den nice Ausblick genießen. Ja, das war jetzt kein super schöner Screenshot, aber ey, egal. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir sind auf diesem Berg hier oben angekommen. Mein lieber Herr Gesangsmann. Warte mal, wie mache ich den Motor aus eigentlich? Nee. Wie kann ich den Motor abschalten? Hier, glaube ich. Oder? Motor? Geräte? Ne, jetzt mal im Ernst, wo schalte ich den Motor ab? Dreieck, da. Okay, alles klar, ich habe es gefunden. Sehr schön. So, okay, jetzt schauen wir mal. Expedition, Gebiete in der Nähe. Nicht weit von der Trainingsbasis haben wir wertvolle Fracht zurückgelassen. Setze den Metalldetektor ein, um nach Objekten zu suchen. Ach so, halt, Moment, das war schon abgeschlossen. Was haben wir denn jetzt hier? Moment, wo bin ich denn überhaupt? Oder? Wo bin ich? Da. Oh, guck mal hier. Das wäre doch, nennen wir es mal in der Nähe. Aber dann müssten wir wahrscheinlich nur hier hochfahren. Also, nur. Ja. Aber, das ist ein Auftrag. Fahre zum Altar. Neben dem Camp steht ein mysteriöser Altar, dessen Rätsel noch nicht gelöst ist. Der Ort soll ein Geheimnis bergen, das zu sich selbst ruft. Gehe auf Erkundungstour, vielleicht kannst du dabei etwas aufdecken, das lange verborgen geblieben ist. Ja, machen wir doch mal. Kann ich mir hier irgendwie da Zielort hinzufügen? Da müssen wir hin. Gut. Uralte Überreste. Was ist das denn? Ist auch nicht so weit weg, ne? Na ja, doch, geht. Ne, ich glaube, wir fahren jetzt erstmal zu dem Altar da. Schiprit, warte mal, wie sieht aus? L1. Oh, verdammt. Nicht mehr viel, ne? Das ist jetzt natürlich nicht so gut. Scheiße. Wieso habe ich denn keinen Dingens dabei? Boah, das ist ja mies. Ja gut, okay, können wir ändern. Auf geht's. Jetzt sind wir ja auch schneller unterwegs. Warte mal, ich muss gucken, wo muss ich hier runter? Da. So, langsam. Wir wollen ja jetzt hier nicht übertreiben, ne? So. Kann ich irgendwo Licht anmachen eigentlich? Ach, so war Steine, du, ey. Na komm. Jetzt nicht die Kante. Ach, verdammt. Moment, anders. So, jetzt. Jawohl. Oh, sorry. Warte mal, kann ich das hier mit Dingens? Irgendwo Licht? Nee, ne? Verdammt. Moment. Oh, ich hänge fest. Alles klar, und... Oh.
Doch, kann ich ja runterfahren? Keine Ahnung, was fangen wir da an? Schäfer aus. Ich bin mal gespannt, ob ich mit dem Sprit da noch hinkomme. Nein. Wo kann ich denn hier? Mann, ich will Lichter machen. Sehr nichts. Ach nö. Hier gibt es auch so Bäume. Wo man hängen bleibt. Ja, komm, du. Okay. Ja, eins. Toll, jetzt hat er sich hinten angehangen, oder was? In deinem Ernst? Wo hängt er sich denn an? Nicht die Brücke. Da, ja, toll. Hier muss man ein Stück zurück. Alter, das ist aber richtig mies hier, ey. Kommen wir da durch? Nein, jetzt häng ich da jedes Mal irgendwo auf. Ach, der kann mich auch drücken? Wie geil ist das denn? Aber der drückt mich hier leider nicht durch. Ja, warte. Ja, komm, ey, drück mich doch da hoch. Ja, hier ist Feierabend, ne? Ja, ich glaube, da kommen wir mit dem Wagen nicht hin. Naja, Alter, keine Chance, ne? Komme ich denn hier irgendwie drumherum? Nicht wirklich, ne? Alter, ich bin so kurz vom Ziel, Alter, das kann doch nicht sein. Na cool. Wartest du mal eben eine Minute? Fällt er da easy durch. Okay. Danke. Hallo? Achso. Hallo. Nee, halt. So. Wie komme ich denn um den Baum da rum? Aber warte mal, da vorne vielleicht. Also ich sag wie es ist, ne? So ein bisschen Licht wäre geil. Okay, die vorne haben so Zweige, kommst du dran vorbei. Ja, cool. Gut, wir lernen, ne? Wir lernen, wir sind in der Lernphase hier. Aber warum der da jetzt auf einmal so easy aus dieser Pfütze da rausgekommen ist? I don't know. Halt, Moment. Ich hab's hier oben. Jawohl. So. Wow. Okay. Was ist denn da? Scan starten. Okay. Yo.
Ja, nice. Erfolg sieht aus wie ein ritueller Ort. Es scheint, wir haben etwas Ähnliches in der Nähe gesehen. Lass uns dorthin gehen. Vielleicht können wir etwas Interessantes finden. Erfolgreicher Scan. Belohnung 100. Stufe abgeschlossen. Ja, geil. Was ist das hier? Also ein Totenschädel. Okay, alles klar. So, und du? Besuche das Suchgebiet. Da hinten. Alter, wie soll ich denn da hinkommen? Von hier aus wahrscheinlich übelst einfach, ne? Wobei, wenn ich hier lang fahre, das müsste eigentlich auch relativ zügig gehen. Weil ich muss zurück. Ich hab den Sprit, ja. Ne, halt, stopp, wie geht das? Nein, Alter, mit dem Ramsum muss ich mich noch dran gewöhnen. Hier Feldlager. Bergung. Gut, okay. Gibt es eigentlich, ich hab doch auch noch dieses zweite Auto, wie kam ich da nochmal dran? Baumodule, Sprit, kleine Menge Kraftstoff, Grundversorgungslager. Bauen. Was muss ich machen? Ah ja. Okay. So, Ersatzteile haben wir noch. Reifen haben wir auch noch. Zurück. Handel. Also, halt. Gut, Hammer. So, ich weiß immer noch nicht, wie ich das verdammte Licht mache. Ach, das ist an. Ja, oder so. Ja, toll. Ich habe so eine Kerze vorne reinstellen. Was ist denn da los? Ja, nice. Naja, gut, aber wir haben wenigstens den Abschnitt da oben endlich geschafft. Wo kann ich denn... Ich habe doch noch dieses andere Fahrzeug. Wo kann ich das denn? Oh. Wo kann ich das denn nochmal hier tauschen? Hier oder was? Halten, nächste Aktion. Lagern. Kann ich denn hier, warte mal, wo ist denn mein Reservetank? Keine Ahnung, ich teile das nicht. Ich weiß nicht, wo ich meinen anderen LKW habe, Freunde. Also wenn einer das irgendwie weiß, wo ich da dran komme, gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil ich weiß nicht. Oder wie komme ich an neue? Kann ich denn hier, warte mal, was ist das? Hier, was haben wir denn hier noch alles? Zurück zum Hauptquartier. So, hier so ein Heli-Landeplatz, gut, da kann man nichts machen. Boah, das Licht, das kann ja echt gar nicht, ne? Wow. Wenn wir im Gegensatz dazu mal, da ist wieder Musik, so schlecht, SnowRunner anschaust,
wie ausgeleuchtet die Fahrzeuge da sind. Aber ich kann die wirklich. Oh. Ich kann die wahrscheinlich irgendwo nachrüsten, ne? Dafür müsste ich nur wissen, wo. Und ich glaube, da ist mal wieder am Mann. Das ist der Motor wieder so hart beschädigt, ne? Also ist immer auch eng hier. Warte. Alter. Das ist schon traurig. Baumodule. So. Nee. So. Nehmen wir noch mal welche mit. So, und dann fahren wir mal los, würde ich sagen. Warte mal, wo stehen wir jetzt? Wo muss ich hin? Da, das heißt, wir fahren hier, warte mal, wo stehe ich? Da stehe ich. Wir fahren jetzt zurück, fahren jetzt die Straße runter, einfach geradeaus. Dann da runter. Ja, easy. Aber so ganz durchgeblickt habe ich bei dem Spiel hier noch nicht. Also ich weiß halt nicht so richtig, wie das hier mit den Sachen funktionieren soll. Warte mal. Das ist da geradeaus. Stopp. Na, kommen wir hoch. Ja. So, fahren wir da lang. Was ist denn jetzt los? Geräte. Echolot. Dieses Geld kann ich. Okay. Das ist bestimmt auch mal interessant. Da ist irgendwo was. Okay. Egal, so, weiter geht's. Wir fahren jetzt einfach mal hier weiter. Warte mal, wie komme ich denn da hin? Oh nee, ne? Ja, komm, schon wieder auf. Ja, easy. Ich will da lang. Okay, im Hellen das zu fahren macht mehr Spaß, also man sieht ja mehr. Ja, die Leuchten hier von dem Auto, die sind jetzt nicht gerade der Hit. Na komm, zieh. Jawohl. Also wenn man jetzt nicht gerade die Handbremse angezogen hat, kommt man hier auch ganz gut vorwärts, ne? Mit dem Wagen. So, vorsichtig. Moment, nee. Hier lang. Hier ist sogar so ein kleiner Weg. Wow. Ja, hast du gedacht, dass das so ein kleiner Weg ist. Sah aus wie ein kleiner Weg, ist aber kleiner. Wow, 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 nicht so schön. So, warte mal. Ja, funktioniert, ne? So, jetzt die Frage. Warte mal, jetzt kann ich das mit diesem Echolot nochmal probieren. Da sieht gut aus. Okay. Alter, der schiebt aber hier rüber, ne? Was?
Jawohl. Entdeckt irgendwas mit Vorspannter. Wow. Voll gespannt. Ja, gar nicht so einfach den zu steuern, ne? Der schiebt manchmal so einfach so, ja, einfach mal in die eine Richtung und denkt sich so, ja, passt schon, oder? Entdecke, was? Was stand da? Danke. Luftabwurf. Naja. Ah ja, das Fernglas funktioniert aber richtig gut, ne? So, ja, fahren wir hier hoch. Oh. Nein, das meine ich. Dann dreht er auf einmal so hardcore zur Seite weg. Fahr da noch hoch. Fahr mal den da hoch. Entdeckter Aufstieg. Ja, super, dass ich schon entdeckt habe. Jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich da irgendwie hochkomme. Ja, komm. Ja, zieh. Alter, der Wagen hat echt. Also, ohne Handbremse ist der echt gut. Wow. Jawohl. Yeehee! Handel. Ja, Freunde, hier ist immer noch. Oder, kenn ich den gar nicht. Inventar. Jawohl. Stufe abgeschlossen. Yay. Nice. Leute, wir haben hier, glaube ich, ja, richtig gut was gerissen. Und denke mal, hier sind wir ganz gut vorwärts gekommen. Wie gesagt, ich peile das Spiel noch nicht so ganz. Irgendwie erklärt noch so ein bisschen zu wenig, wie ich finde. Aber egal. Von daher kriegen wir schon irgendwie hin. Kein Problem, ne? Da sehe ich uns. Dann schauen wir mal, wie es hier in der nächsten Folge weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer gerne kommentieren und bewerten. Vielen Dank dafür und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, ciao.